Square Enix. Mal Mauszeiger rausnehmen. Final Fantasy X Project. Ja, und damit, meine Damen und Herren, willkommen zu Final Fantasy X, dem HD Remaster. Ich habe die Genehmigung von Square Enix bekommen. Ich darf ein Let's Play davon machen. Zwar mit einigen Auflagen. Okay, was heißt einigen? Das ist eigentlich nur eine dicke Auflage. Dieses Projekt ist komplett unmonetarisiert. Das ist mir aber sowas von scheißegal. Ich wollte dieses Spiel schon so oft Let's Playen. Das glaubt ihr nicht. Ja, ich habe hier mal ganz kurz schon mal das Spiel schon angefangen. Okay, was heißt angefangen? Nur kurz. War so ein 2-Sekunden-Spiel. Stand nur einfach so, um hier schon mal die Musik zu testen und meine Stimme und so weiter. Aber wir fangen ein neues Spiel an. Auswahl des Charakterausbau. Wir nehmen das Profi-Sphärobrett. Was das Sphärobrett ist, kommen wir später zu. Ja. Oh, will ich die Original- oder Remaster? Ich will die Remaster-Version. Ja. Und wir sehen jetzt nochmal die gleiche Cutscene. Ich kann schon mal etwas zu Final Fantasy erzählen. Es war meiner Meinung nach, glaube ich, das erste Final Fantasy auf der PS2. Müsste 2002 herum rausgekommen sein. Ich bin mir jetzt gerade nicht genau sicher. Und es war das erste Final Fantasy wirklich in der komplett 3D-Grafik. Also nicht so 3D, dieses Cartoon 3D wie bei Final Fantasy 9. Es war wirklich, ihr seht schon, es ist schon im Gegensatz zu 9, also für diejenigen, die es kennen, Final Fantasy 9, Final Fantasy 10, grafisch ist ein logischer Unterschied. So, ich halte jetzt aber jetzt jeden Moment mal die Klappe, denn es geht jetzt jeden Moment sogar schon ein bisschen mit der Story los. Oh, ich bin so aufgeregt. Geht los.
Listen to my story. This may be our last chance. Ja, ihr habt schon gemerkt, das Spiel ist englischsprachig, aber mit deutschen Untertiteln. Wo sind wir jetzt? Okay, das ist mal ein komplett anderes Setting. Junge? Ah, da ist ja der Junge aus dem Intro. Also nur zur Info. Ich habe das Spiel schon mehrmals durchgespielt. Also, was heißt mehrmals? Ich glaube 5 oder 6 Mal und ich liebe es immer noch. Also wir können jetzt den jungen Mann zum ersten Mal steuern. Can I have your autograph? Of course. Und dieser junge Mann ist kein anderer als der nette Tidos. Tidos, Tidos, ich nenne Tidos. Nothing to worry about. Oh, if I score a goal, I'll do this. That will mean it was for you, okay? What seat? East block in the front row. Fifth from the right. Ja, man merkt schon, er ist ein kleiner oder auch ein großer Macho. Gehen wir mal zu den Kiddies. Can you sign this? No problem. Please? Alrighty. Ich find's ja genial, wie der einfach so tut, als würde er schreiben, obwohl er noch nicht mal einen Stift hat. Okay. Well, gotta go. Cheer for me. 2, 3. He just had a blitz. Hey, I got a game to play. Then teach us after. Maybe tonight. You can't tonight. Hmm? I mean tomorrow. Promise? Promise. Was ist das für ein Gruß? Boah. Sieht immer noch episch aus. Also ich bin ehrlich, meiner Meinung nach hat Final Fantasy X das geilste Setup. I was in a coffee shop running away from home when I heard the news. Our hero, checked, gone, vanished into thin air. My dad must have been his biggest fan. I knew how sad he'd be. Heck, we all were that day. Zanar, I says to myself, what are you thinking? I went running straight back home. We sat up talking about it. Okay. Make way! Coming through, sorry. Müssen wir jetzt Blitzball spielen? Hey, I'm gonna be late. Und was ist Blitzball überhaupt? Let go of me. Nur zur Info, ihr seht jetzt jeden Moment, was Blitzball ist. Ich finde, das sieht echt geil aus.
Wow. Also ihr könnt euch nicht beschweren über zu wenig Action in diesem Projekt, finde ich. Nur zur Info, bei diesen vorgerenderten Cutscenes halte ich die Schnauze. Halte ich komplett die Schnauze. Was? What are you doing here? I was waiting for you. What are you talking about? Was? Auron? Wer zum Geier ist Auron? Wie ich diese Musik vermisst habe. Begins. What? Don't cry. Was? What the? Hey, wait. Hey. Hey, not this way. Look. Schauen wir zu diesem Monster hin, oder was? We called it Sin. Sin. Sin? Was geht hier ab? Und damit kommen wir zum ersten Fall. These ones don't matter. We cut through. Also, man muss ganz ehrlich sagen, es ist anders als bei anderen Final Fantasies. Es läuft nicht über dieses System, wo du warten musst, dass du so dran bist, also dass deine Leiste sich auffüllt. Es ist wirklich rundenbasiert. Also wirklich, wirklich runden. Don't bother going after all of them. Cut the ones that matter and run. Alles klar, Robin. Dawnen. Einmal den Platz freimachen. Und jo, vernichtend. Also vernichtend ist einfach so ein Wert, den du vom Schaden her überschreiten musst. Dann hast du einen vernichtenden Schlag und du kriegst, weil ich das richtig im Kopf habe, doppelte Erfahrung. Oder mehr. Ich bin mir gar nicht mehr genau sicher. Man beachte die wundervolle Musik gerade. Ich liebe sie einfach. Oh ja, immer schön den Monstern entgegenlaufen. So muss das. Das ist richtig Final Fantasy einfach. So, kommen wir zum ersten Mini-Boss. Gravitas. Oh oh. Get out of my town! Some can't wait to die. Was bedeutet Ekstase? Wenn die Ekstase-Leiste sich unter der HP-MP-Anzeige befindet, voll aufgeladen ist, kann die individuelle Kampftechnik Ekstase jederzeit eingesetzt werden. Zum Auslösen der Ekstase-Technik im Kampf nö, bla bla bla. Dann probieren wir das doch einmal. Tradition! Seisma!
Wow. Also ihr seht schon, die Ekstasen haben immer so Quicktime-Events. Ich bin eigentlich in denen voll schlecht, aber... Jetzt habe ich gerade den Schuh angestellt. Kleine Info, diese Kampf können wir nicht verlieren. Gravitas ist nämlich ein Zauber, der die HP des Teams immer halbiert und wir können schon unter 1%, also unter 1 HP liegen. Moment, Moment, Moment. Jetzt zeige ich euch mal hier die Ekstase von Tidos, Schwertag, Salto-Heat. Jawoll, bei der bin ich schon relativ besser. Also dieser Kampf ist echt einfach nur angreifen. Ihr könnt ganz gut auch beobachten, wenn dieser Kampf vorbei ist, weil pro Angriff, den wir ihm machen, dieser weißen, dieser schwarzen Stab, der Zinnschuppe Esum, verletzt sich ein Tentakel. Und wenn alle Tentakel weg sind, ist das Spiel vorbei. Und es greift wirklich nur mit Gravitas an. Und es halbiert auch wirklich, das hat man gerade gesehen. Jo, das war Ingrid. Das war schöner Schaden. Boah, ich bin gerade so... Ich freue mich einfach so unglaublich. Und jetzt Final Blow. Und die Zinnschuppe Esum ist vernichtet. Ich weiß, wir sind eigentlich schon bei 20 Minuten angekommen, aber die Folge mache ich jetzt mal etwas länger. Ich würde sogar locker drauf gehen, einfach mal 40 Minuten lang zu machen. Ich glaube, bei so großen Bossfäden werde ich auch mal sagen, okay, gibt eine große Folge. So, hier haben wir... Ach, jetzt kann ich nicht lang gehen. Oh, da ist gerade ein paar Frame-Eindrüsche. Hier haben wir einen sogenannten Speicherpunkt, ein Level 1 Speichersphäroid für Reisenden. Sie können die reisenden Spheroiden wie diesem speichern. Dabei werden die HP und MP ihrer Gruppe automatisch komplett aufgefrischt. Speichern! Alles klar, top. Wir sind auf der Senekan-Schnellstrahl. Ups. Und. Ich muss gleich mal nachschauen, wo ich. Oder vielleicht habe ich es mir noch gar nicht okay. What are you laughing at, old man? Warren, let's get out of here. We're expected. Huh? Sprich schon noch rätselhafter. Oh oh, jetzt haben wir ein Problem. Wir sind verdammt umzingelt. Oh 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 oh. Was ich auf jeden Fall sagen kann. Oh oh, die müssen wir jetzt angreifen. Ihr dürft euch nicht auf beschweren über die wundervolle Übersetzung. Die kann man in die Tonne klopfen. Problem ist nämlich, die Übersetzungen wurden nicht aus dem Englischen genommen, sondern aus dem Japanischen. Deswegen gibt es immer so wundervolle Unstimmigkeiten. Gerade hatten wir wieder einen Crit, das merkt man, dass so einfach so ein... der Bildschirm leicht auf... links. This could be bad. That. Knock it down. What? Trust me, you'll see. Alles klar, dann kümmern wir uns um die Dampfwalze. Da war gerade wieder ein Crit, also wirklich dieses kurze Aufleuchten und diesen kräftige Dong. Einfach auf die Dampfwalze. Jetzt komm schon. Ha? Ha? Noch nicht? Also am Anfang ist es quasi auch so unmöglich drauf zu gehen, also... Das haben sie wirklich gut gebalanced. Okay, Dampfwalze ist down. Wow. Boah, ich bin einfach so gehypt. Yeah.
Marshal. This is it. This is your story. It all begins here. Also diesen Satz, es ist seine Geschichte. It's your story. Könnt ihr schon mal merken. Hey! My old man? Was? Wo? Was? Wie verschwimmen wir in Sinne? I thought about a lot of things. Like... where I was, what I got myself into. I started to feel lightheaded, and then sleepy. I think I had a dream of being alone. I wanted someone, anyone beside me, so I didn't have to feel alone anymore. Oh, also ich habe gerade echt Gänsehaut. Oh. Wo zum Henker sind wir? Ein Vogel. Anybody there? Aaron! Ich glaube, den wirst du hier nicht wiederfinden. Sagen. Komm. Wo habe ich jetzt hier genau das? Da komme ich für mich erstmal ein bisschen weiter. Ein bisschen mache ich noch. Ich glaube, ich mache bis zum nächsten Speichersphäroiden. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Alter, ist das eine betriebene Stimmung hier. Junge, Junge, Junge. Wo sind wir? Erst waren wir noch in der Stadt voller Hülle und Fülle und jetzt? Was ist das? Da sind irgendwelche Schriftzeichen. Üst und Fugdak Tan Pimidu Alkrimiat Zet Tas Nialga Vi Makalania Kirata Yandadins It Kriya Hören mal drückt. What? What do we have here? No, can't read it. Makalania konnte man rauslesen. Ist hier sonst noch irgendwas? Nein, ich fürchte nicht. Ist hier echt gar nichts? Wirklich nur Ruinen? Das kann's doch nicht sein. Hier muss doch irgendetwas sein. Hä? Albed für Anfänger. Die Sprache der Albed kann man erlernen, wenn man Albed-Lexika findet. Fanta el Albed Saketan Jean Anwung. Ah, okay. Das hilft uns nicht weiter. Komme ich später zu. Oh, eine Truhe. Zwei Potions. Nice, haben oder nicht haben. Aber hier ist echt nichts mehr. Also was hier mit diesem Albed-Speichersphäre, Albed-Lexika und so weiter zu tun hat, komme ich später mal drauf zu. Das hat uns jetzt erstmal noch nicht so interessieren. Und was überhaupt Albed sind. So.
Speichern. Gut. Dann würde ich sagen, war es das mit der ersten Folge von Final Fantasy X. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Lasst doch mal einen Kommentar oder ein Like da. Würde mich freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.